heute kümmern wir uns ja um dieses Bratensoßenpulver. Da habt ihr dann immer was auf Vorrat und braucht nicht diese Fertigpackungen. Ja, und wenn du wissen willst, wie das Rezept geht für unsere leckere Soße, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unterm Video in der Infobox. Und zwar, ich werde jetzt hier einfach mal alles miteinander vermischen, weil ich nicht weiß, ob ich das im Multi-Zerkleinerer alles auf einmal zerkleinern kann oder ob ich das in zwei Schüben machen muss. Und deswegen kommt das alles erstmal hier rein. Und zwar, wir brauchen einmal Semmelbrösel. Wir brauchen Gemüsebrühe, die kann man gerne auch selber machen, habe ich jetzt aber keine Lust. Dann brauchen wir so Röstzwiebel. Wir brauchen getrocknete Pilze. Ich habe jetzt aber getrocknete Pilze mit getrocknetem Gemüse gefunden. Und deswegen gebe ich jetzt diese Mischung hier mit dazu. Und da das ja jetzt schon so voll ist, wird das auf jeden Fall schon mal hier ummodeln. So, das haben wir schon mal. Man kann auch noch etwas Suppengrün jetzt dazu geben. Aber ich habe da jetzt da ja schon Gemüse drin, deswegen lasse ich das jetzt so. Ich gebe noch etwas Pfeffer dazu. Weil die Sachen, die jetzt noch kommen, bis auf gleich kommt noch etwas Olivenöl dazu, das gehört noch zum Rezept. Pfeffer zum Beispiel ist optional. Majoran ist auch optional, aber das schreibe ich alles ins Rezept. Also da kann man dann einfach ein bisschen gucken, was man selber gerne mag. Ein bisschen Thymian gebe ich noch dazu. So, das verrühren wir. Also was ich mich auch immer frage, warum man bei so einem Gerät so eine Mini-Schnur dran macht oder so ein Kabel. Das ist wirklich super mini. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier so die Hälfte oder was reinkriege. Ich will es ja schön klein haben. Und damit das Ganze nicht staubt, kommt noch etwas Olivenöl dazu. Jetzt gebe ich hier nur ein ganz kleines bisschen, weil ich es hier auf zwei Mengen aufteil. So. Ich hoffe, mein Multizerkleinerer schafft das. So, also da ist eine Riesenmenge rausgekommen. Ich würde es aber, also ich schreibe das mit dem Öl gar nicht rein. Ich habe es jetzt bei der zweiten Tour ohne Öl gemacht und da staubt auch nichts. Also deswegen finde ich jetzt überflüssig. Bei mir ist es jetzt nicht ganz so fein geworden. Ich habe halt nicht so einen Hochleistungs-Super-Mixer. Und dann probieren wir einfach mal die Soße aus. So, also es dampft schon. Deswegen starten wir mal. Geben da jetzt einfach unsere Brühe rein. Und wenn man es noch ein bisschen andicken müsste, könnte man noch etwas Paniermehl dazugeben. Ja, und das ist jetzt unsere Soße. Also ich habe jetzt nichts weiter dazugegeben zum Andicken. Natürlich kann man auch ein bisschen stärker mit Wasser verrühren, wenn man es noch dicker haben will. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, nichts gemacht. Und jetzt probieren wir mal. Oh, schmeckt richtig lecker. Ich meine, ich gebe zu, ich habe schon probiert. Richtig schön würzig. Und man kann es natürlich noch ausweiten mit anderen Gewürzen, mit anderen getrockneten Sachen. Aber ich finde so schon auf jeden Fall mega, wenn man da zum Beispiel in die Soße jetzt Hackfleisch Klöpfchen so reinlegen wird, die da ziehen und dann mit Kartoffeln oder einfach Spätzle einfach mit der Soße nur macht oder. Und es ist auch ein super Geschenk. Und ja, was soll ich mehr sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken
Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!